Fruchtsäurebehandlung? Ja! Nein? Doch! Wir klären's. Heute geht es um die Fruchtsäurebehandlung. Fruchtsäurebehandlung ist ein riesengroßes Spektrum. Deswegen habe ich das auch wieder dreimal geteilt. Einmal für den Hinweis für die Kunden, einmal worauf die Kolleginnen und Kollegen auch darauf achten sollten und dann, wie die Behandlung abläuft. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Bleib dran, es wird richtig spannend. Liebe Kundinnen und Kunden, die ihr in ein Kosmetikstudio geht. Vorweg, es ist ein Mega-Ergebnis zu erwarten mit den Fruchtsäuren, wenn die richtige Fruchtsäure richtig eingesetzt wird. Für eine Schälkur ist so Oktober bis Ostern ganz gut, weil das hat was mit Lichteinwirkung und sonstiges zu tun, damit ihr euch nicht weiter schädigt. Woran erkennt ihr einen guten Kollegen oder eine gute Kollegin, in deren Hände ihr euch ja gebt mit dieser Fruchtsäurebehandlung? Man sollte zumindest mal einen kleinen Anamnese-Fragebogen mit euch durchgehen. Das heißt, es gibt auch Kontraindikationen, wann ihr diese Fruchtsäure nicht machen dürft und was für eine Pflege ihr danach machen solltet. Das ist das Erste. Also daran erkennt ihr, fragt ihn auch ruhig, Löcher in den Bauch, der ist geschult, der weiß das, der weiß, welche Fruchtsäure, es gibt ganz viele, wo einwirken, wie einwirken und sonstiges. Es gibt auch Fruchtsäuren, die sind so eingestellt, dass ich sie das ganze Jahr benutzen kann und andere halt nur von Oktober bis Ostern. Wo mir ein bisschen schwummerig und schlecht geworden ist, das war, als ich dann auch mal so durch die Gegend gescrollt habe und geguckt habe, was man so für Fruchtsäure denn als Endverbraucher bekommt. Und den meisten Herzinfarkt habe ich tatsächlich bei einer 70-prozentigen Fruchtsäure mit einem pH-Wert von 0,5 bekommen. Da kann ich nur jedem sagen, bitte, bitte, bitte tut es nicht. Lasst die Finger davon, das gibt böse Verätzungen. Ihr könnt es nicht kontrollieren. Wenn ihr es nicht gelernt habt, schon mal gar nicht. Man muss sich mit dieser ganzen Behandlung sehr intensiv auseinandersetzen. Dann gibt es auch das Ergebnis, was ihr möchtet. Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen. Die anderen können jetzt gerne mal den Ton ausmachen, weil es ist nur für euch und es ist auch mehr eine Herzensangelegenheit an euch. Bitte, wenn ihr einen Kunden habt, besprecht bitte genau mit dem, was ihr machen wollt. Das heißt, was wollt ihr an dem Hautbild verbessern? Wofür wollt ihr die einsetzen? Und denkt bitte unbedingt an die Kontraindikation, die sonst euch sehr ins Bild reinspielen könnten. Vergesst auch nicht, die Abtretung euch erklären zu lassen und die Aufklärung, dass es halt zu Abschürfungen, Schärfungen, kleine Nässungen und sowas kommen kann, nicht muss, aber kann. Wenn ihr Fruchtsäure anbieten möchtet bei euch, kann ich euch nur empfehlen, macht ein Seminar und lasst euch da genau drauf schulen, damit ihr genau wisst, ob eine Alpha-Hydroxysäure oder eine Beta-Hydroxysäure mit dem entsprechenden pH-Wert, ja, weil die Prozentzahl ist nur die halbe Wahrheit, der pH-Wert dieser Säure spielt auch noch eine große Mitwirkung, was ihr wo erreichen wollt. Denkt auch dran, bei einer Schälkur wirklich bitte nur von Oktober bis Ostern und es muss die Heimpflege mitgegeben werden bzw. mitverkauft werden. Eine Kundin oder Kundin, die Heimpflege nicht mitnimmt, mache ich keine Schälkur. Weil ich weiß nicht, was. Da kann die mir tausendmal sagen, sie hat irgendwas zu Hause, es ist mir egal. Ich weiß nicht, was sie zu Hause hat. Ich weiß nicht, welche Wechselwirkungen darauf auftreten. Ich weiß aber, dass meine Produkte auch darauf abgestimmt sind und dass es dann auch funktioniert, weil der Doofe seid nachher ihr. Des Weiteren, jetzt haben wir pH-Wert und Säure und sonstige Säuren angesprochen. Noch eins. Es gibt jemanden wohl in Deutschland, ich kann es nur vom Hören sagen, die gehen durch die Gegend und sagen, verkauft ihr mal eine 50-prozentige, das brummt. Ich weiß nicht, ob diese 50-prozentige, ob das eine gepufferte ist oder ob das eine ungepufferte Säure ist.
Ich kann euch nur abraten davon, die 50% anzuwenden. Es ist einfach schlicht und weg verboten. Wenn ihr damit erwischt werdet und es geht was schief, seid ihr diejenigen, die nachher am Fliegenfänger hängen. Und ich denke, das muss nicht sein. Ja, mit 40% können wir mega Ergebnisse erreichen. Also setzt euch mit dem Thema richtig auseinander, beratet den Kunden anständig, was ich immer sage, erklärt die Abläufe und holt euch bitte eine intensive Schulung. Dann wisst ihr auch, was wo geschehen. Alles ist safe und alle sind glücklich. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Behandlung. Bevor es gleich zur Behandlung geht, die Vorbereitung, Aufklärungsbogen, unterschreiben lassen, dass der Kunde aufgeklärt ist, was passiert. Ich mache jetzt gleich eine Porenverfeinerung. Das heißt, ich gehe mit einer Beta-Hydroxy, mit einer Salicylsäure von 10% daran. Ja, die geht richtig knackig an die obere Hautschicht ran und es kann nachher zu kleinen Schälungen oder Blasenbildung oder kommen. Maximale Einwirkzeit 3 Minuten. Das ist aber von Hersteller zu Hersteller verschieden. Da es eine ungepufferte ist, bitte auch unbedingt schnell die Neutralisation drauf machen, ja, damit es dann auch sofort aufhört. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze an. Mit einem Frosting erwarte ich bei dieser Behandlung. Das heißt, es sieht nachher aus wie gefrostet. Kann man das nicht richtig sehen in dem Video, blende ich nochmal 2 Fotos dazu ein am Ende zu den Schlussworten. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Behandlung. So, ihr Lieben, eben im Schnelldurchlauf die Behandlung. Ihr habt gesehen, ich habe 2-mal neutralisiert und nach der ersten Neutralisation gab es nochmal so ein, ja, ein Flash dabei. Das heißt, die Haut war richtig kräftig durchblutet, der Sauerstoff wurde reingezogen. Es wurde noch ein richtiger Push hinterhergegeben. In diesem Sinne, bleibt mir treu, unten das Abo nicht vergessen. Ach nee, da oben das Abo, da unten das Glöckchen. Kommt schon ganz durcheinander. Body Dream Skin and Body Management, die Kosmetik für ihn und sie, hat immer noch das Motto: Dein Aussehen, deine Visitenkarte. Tschö, bis zum nächsten Mal.